Moin Freunde, Scheintes GTV und ihr seht es hier schon, wir testen heute endlich mal wieder eine Tiefkühlpizza und diesmal ist es die Papa Joe's Steinofenpizza Chili Con Carne Style Limited Edition. Mal was ganz Neues, habe ich so noch nie gesehen, eine Chili Con Carne Pizza als Tiefkühl. Ich habe den Tag erst gesagt, lass mal auf dem Hauptkanal eine Chili Con Carne Pizza selber machen. Jetzt gibt es die auf einmal im Tiefkühl, als hätten die gesagt, wir gucken Shane seine Videos und die Vorschläge, die der macht, die machen wir jetzt einfach als Tiefkühlpizza. Vielleicht ist Papa Joe's aber auch meine Firma, man weiß es nicht. Freunde, wir testen heute die Papa Joe's Steinofenpizza im Chili Con Carne Style. Es ist einfach krank, ich weiß nicht. Ja, es gibt immer mehr ausgefallenere verschiedene Pizzen, wo man sich denkt, Digi, passt das? Aber ja, warum nicht? Wir haben hier Tortilla-Chips, die sind sehr wenig und sehr klein gehäckselt. Wir haben ein paar Chilis drauf. Wir haben hier das Hack, ist richtig viel auf jeden Fall. Also Fleisch ist richtig dolle, extrem hier vertreten. Ist nicht weiter schlimm oder so, ist eher positiv. Wird bestimmt übelst fettig sein und die Suppe wird hier runterlaufen ohne Ende. Aber ich habe Hunger. Ja, wir haben hier Mais und Zwiebeln und so und Tomaten, Paprika. Richtig geil. Also ich bin mega gespannt. Also ich denke mal, das ist Paprika und die Tomaten gibt es als Soße, wie immer eben, wie es eben auf einer Pizza ist. So sieht das Ganze im tiefgefrorenen Zustand aus. Hey. Und das Ganze schmeiße ich jetzt 20 Minuten in den Ofen und dann sehen wir uns wieder. Let's go. So, Friends. Da ist die fertige Pizza, die Chili Con Carne Pizza von Papa Joe's. Ich muss sagen, so der erste Geruch, also der, es riecht nicht gut. Es riecht nicht lecker, ich weiß nicht warum. Ich finde es riecht, naja, das ist die Kombi bestimmt, die ein bisschen verwirrend ist. Vom Geruchssinn her. Es ist eben auch kein frisches Hackfleisch oder so. Ich glaube, ich werde langsam verwöhnt durch das ganze Gekoche von mir selbst. Aber, ich habe lange keine Tiefkühlpizza mehr gegessen, aber wir testen das Ganze. Let's go. Ist noch ganz schön heiß, aber ich habe Hunger. Die Chili kitzelt gleich ein bisschen auf der Zunge, aber nicht dolle. Boden ist schön knusprig, schön gut geworden. Man kann die Pizza hier mega gut in die Hand nehmen, ohne dass es irgendwie vorne runterlappt, wie man es von anderen Pizzen manchmal kennt. Boden ist awesome, Freunde. Kommen wir zu den Tortilla Chips. Also werden pappig, ist klar. Na, es geht. Es geht. Manche, wie gesagt, das hatten wir bei der anderen Pizza auch schon mal. Die wir vom Pizza-Lieferdienst hatten auf dem Hauptkanal. Da waren die Tortillas auch teilweise labbrig und teilweise knusprig. Hier ist es auch so. Ist eben, wenn die auf Pizza sind und die Soße und du, naja, es backt im Ofen hoch und das Fett und naja, brauche ich nicht sagen. Da brauche ich nichts sagen, Freunde. Der Geruch ist echt eigenartig. Das ist nicht meins irgendwie. Aber es ist erträglich, weil es ist ja eben Essen. Freunde, ich will aber nicht wissen, wie viel Scheiße hier drin steckt. In Zusatzstoffe und so weiter. Ja. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Wissen wir alle, dass es irgendwo immer ein bisschen Bullshit drin ist. Gerade beim Fertigessen. So eins gönne ich mir mal noch. Mit den schönen Fleisch hier drauf. Es schmeckt nicht schlecht. Aber frisch ist es besser, ist klar. Brauche ich keiner erzählen, wie gesagt. Geht klar. Ist eine gute Idee. Ist mal was anderes. Feier ich. Würde ich es mir nochmal kaufen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich gebe dem Ganzen aber
mit der Geruchsnote, Abzug von der Geruchsnote und so, gebe ich den ganzen 4 von 5 Shane Schillers für diese Idee hier und sage danke Shane fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart und auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Gönnt euch ein paar mehr Videos, Link in der Videobeschreibung und in den Kommentaren verlinkt. Bis dann. Guten Hunger.